Christoph Beck war einer der Rekrutierungsexperten, die auf dem Personalberatertag Anfang Mai 2015 in Königswinter sprachen. Managerseminare TV traf den Professor der Fachhochschule Konstanz und fragte ihn, worauf wir uns in Zukunft beim Personalmarketing einstellen müssen. Wir müssen uns sicherlich einstellen, wesentlich stärker auf zersplitterte Zielgruppen einzugehen, Zielgruppenansprachen jenseits der traditionellen Zielgruppen, die wir sonst immer haben, wie Schüler, Studierende, Absolventen, Young Professionals und Professionals. Das ist das eine. Das Thema Innovation wird sicherlich stark in Zukunft treiben, genauso wie das Thema Digitalisierung. Aber auch eines der Hauptthemen sicherlich wird das Thema Matching sein. Das heißt, was matcht man eigentlich in Zukunft, wenn zunehmend Arbeitszeugnisse, Hochschulzeugnisse, Schulzeugnisse an Aussagekraft verlieren? Wenn Zeugnisse nicht so aussagekräftig sind und Noten nicht zählen, wonach können sich die Personal, also die Headhunter, die Personalberater überhaupt noch richten? Ich denke, das ist sicherlich eine Frage der unterschiedlichen Zielgruppen. Das sieht anders aus, wenn wir über die Zielgruppe von Schülern oder Studierenden sprechen, die ja genau das eigentlich nur als Nachweis zunächst einmal vorzuweisen haben. Vielleicht in Richtung Alleinstellungsmerkmal, das Thema Praktika, erste Berufserfahrung. Und das müssen wir sicherlich unterscheiden gegenüber von Professionals. Bei Professionals stelle ich einfach mal die Hypothese auf, dass in Zukunft der klassische Lebenslauf eigentlich ausgedient hat. Ich glaube, wir brauchen bei richtig wirklich guten Talenten und Professionals vielleicht nicht mehr als 5 Informationen, bis dass der Personalleiter eigentlich zum Telefonhörer greift und dann tatsächlich persönlich mal nachfragt. Was sind das dann für Fragen, die Personalberater in Zukunft erfahrenen Führungskräften stellen werden? Worauf werden sie dann genau achten? Ist das dann mehr, sind das auch Gesinnungsfragen? Ist es tatsächlich noch Expertentum? Ist es so ein spezielles Mindset, was da wichtiger wird? Also ich glaube, es wird ein Mix von allem sein. Es wird sicherlich der Bereich der Fachkompetenz sein, wo man die letzten 2, 3 Stationen, aber einfach mal matcht, ob das tatsächlich passt vom Erfahrungshorizont, vom Verantwortungsbereich, vom Aufgabenbereich her, aber auch durchaus so weiche Faktoren wie zum Beispiel das Thema Werteorientierung. Also passt wirklich der Professional, der Kandidat auch wirklich zu den Unternehmenswerten und kann man sich das unheimlich gut vorstellen an der Zusammenarbeit von beiden Seiten. Was wird sich dadurch für die Personalberater ändern? Brauchen die andere Instrumente? Ich glaube, dass sich einige Instrumente ändern werden. Keine Frage. Für bestimmte Zielgruppen werden die Instrumente noch einige Jahre sicherlich Bestand haben. Wir denken eher darüber nach, wenn es um richtige Talente geht, ob tatsächlich eine Disziplin sein wird, das klassische Karrieremanagement, so wie wir es teilweise im Profifußball haben, dass wirkliche Talente Karriereberater engagieren, Verträge machen, sodass auch der Personalberater zum Karriereberater wird und über unterschiedliche Lebenszyklen die Kandidaten über unterschiedliche Funktionen, Aufgabenbereiche, Unternehmen auch wirklich begleitet. Sie haben in Ihrem Vortrag auch sehr schön mit den Millennials abgerechnet, beziehungsweise diese fixe Trennung zwischen Paper Natives und Digital Natives aufgehoben. Was wird da Ihrer Ansicht nach in der Personalentwicklung und auch in der Personalberatung immer falsch gemacht, wenn man in diesen Kohorten denkt? Ich weiß nicht, ob Dinge falsch gemacht werden. Wir haben einfach nur mal damit aufgeräumt, sie immer als eine so herausgehobene Generation hervorzuheben. Die letzten Studien zeigen eigentlich, dass die Generation Y doch recht dicht bei den wesentlichen Dingen wie Lebenszufriedenheit, Zufriedenheit mit Arbeit, Zufriedenheit mit Freizeit sehr dicht bei der Generation X liegt. Und unser Grundstatement ist eigentlich, dass wenn ein Babyboomer in die heutige Zeit hineingeboren würde, er genauso wäre wie vielleicht die junge Generation. Und das in jeder Generation, und das ist eigentlich die Kernaussage, wir unterschiedliche Typen einfach haben. Wir finden auch in der heutigen jungen Generation sehr stark leistungs- und karriereorientierte. Wir finden aber auch welche, die unheimlich vielleicht eher freizeitorientiert sind. Wir finden welche, die eine hohe Affinität zu allen Digitalisierungsinstrumenten haben, aber auch welche, die
sich genau dagegen wehren. Also im Prinzip ist das eher ein Appell, genauer hinzugucken bei den Generationen und einfach festzustellen, dass wir unterschiedliche Kohorten in jeder Generation haben.